Jo Martin, sag mal Aloha. Auf Hawaii sag mal Mahalo. Du Stinker, dann sag mal Mahalo. Mahalo. Aber wir sind gar nicht auf Hawaii, wir sind auf Jo Pieps, wir haben uns den heißesten Tag des Jahres ausgesucht, um Fitness-Tracker zu testen. Ernsthaft, Martin? Ernsthaft. Martin, was hast du denn für ein Wearable? Ich habe das Jawbone Up 2. Was kann das Ding? Das ist zum einen ein ganz klassischer Fitness-Tracker, der zählt deine Schritte, der zählt deine Aktivitäten über den Tag über eine sehr geile App, die stellen wir euch später vor und kann auch noch ganz detailliert den Schlaf analysieren. Aber du hast auch so ein Gerät, ne? Tada, es ist der Charger HR von Fitbit. Der zeigt den Puls an, den Herzschlag, die Schritte, die du gegangen bist. Und das testen wir jetzt für euch. Ich habe jetzt einen Ruhepuls von 80. Mal gucken, was wir da machen können. Ich habe einen Puls von 121. Nachdem Martin so einen mega harten Tag hatte, war schlimm? Hä? Armer Hase. Wollen wir mal sagen, was unser Fazit ist. Was kann denn das Jawbone Up 2? Das Jawbone Up 2 besticht vor allem durch die App, die mitgeliefert ist. Die sieht sehr hübsch aus. Ich kann mich mit wahnsinnig vielen Apps verbinden, zum Beispiel Runkeeper oder IFTTT. Darüber hinaus gibt es aber bei Jawbone eben eine wahnsinnig aktive Community. Die lädt dich ein für Wettkämpfe, du hast also ständig Herausforderungen, nimm nicht den Fahrstuhl, nimm die Treppe, sind super Sachen dabei. Also was kostet das Ding? 129. Ist es das wert? Finde ich schon, ist ganz fair. Also Funktion nicht so cool wie bei deinen, haben wir schon festgestellt. Der Charger HR kostet 150 Euro, durch das Display ist er ein bisschen praktikabler, hat auch eine schöne App, also für Laptops und auch für mobile Endgeräte und da könnt ihr das alles tracken. Nachteil bei beiden finde ich, die sind nicht wasserfest. Ja, das geht gar nicht. Eigentlich. Also man kann damit nicht duschen und man hat dann irgendwie einen geilen Tracker, aber man stinkt. Kaufempfehlung, ja, okay, irgendwie so im gelben Bereich, würde ich sagen. Kaufempfehlung ja. Bei dir? Ja, sehe ich genauso. Mehr nach dem Klick auf Mick. Schwebekleines Mikro.